Die Geschichte der Knobelkellerwölfe. Es waren mal drei Wölfe. Sie nannten sich Knobelkellerwölfe. Sie lebten in einem verlassenen Keller eines Hauses, außerhalb des Dorfes. Ihr liebstes Hobby war Knobeln. Deswegen nannten sie sich auch die Knobelkellerwölfe. Es waren drei friedliche Wölfe, die gerne mit den Menschen zusammenlebten. Doch leider nicht die Menschen mit den Wölfen. Die drei Wölfe beschlossen, dass sie bei der Kirche arbeiten wollen, um den Menschen zu zeigen, dass Wölfe nicht bösartig sind, wie die Menschen dachten. Alle drei fanden das eine gute Idee und bewarben sich bei der Kirche. Und tatsächlich, sie hatten endlich die Chance, sich zu beweisen. Doch schnell merkten sie, dass bei der Kirche zu arbeiten doch etwas anstrengender ist, als sie gedacht haben. Sie haben gemerkt, dass doch nicht alle Menschen bei der Kirche so fromm waren und gutmütig, wie sie gedacht haben. Vor allem die Pfarrer waren gar nicht so gutmütig. Die Rechnungen mussten so schnell wie möglich bezahlt werden. Vor allem vor Weihnachten bedeutete das viel, viel Stress. Und es wurde ziemlich hektisch. Dazu kam noch, dass viele Mitarbeiter krank geworden sind und die Knobelkellerwölfe Vertretungen für sie machen mussten. Meistens auch für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig. Die armen Knobelkellerwölfe. Doch dann kam der Messias. Sie nannten ihn Urlaub. Endlich! Die Knobelkellerwölfe konnten sich endlich entspannen und sich erholen. Durch ihren Zusammenhalt und ihrem Ehrgeiz haben es die Knobelkellerwölfe geschafft, dem Druck standzuhalten. Sie haben gemerkt, dass Freundschaft wichtig ist. Sie machten sich gegenseitig Mut. Freundschaft und Zusammenhalt. Das war das Wichtigste der Knobelkellerwölfe. Nur so haben sie den Druck standgehalten. Nun an Heiligabend genossen sie ihre Weihnachtsgans und stoßen auf ihren Zusammenhalt an. Und hofften auf neue gute Zusammenarbeit der Knobelkellerwölfe für das neue Jahr. Das war die kleine Geschichte der Knobelkellerwölfe. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oh ja, und glaubt mir, sie leben heute noch.